Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, letztes Mal konnte Gunbolt seinen 7. Sieg im 7. Rennen feiern und Kehr konnte auch relativ gut mit vorne mithalten. Konnte eigentlich Platz 4 nur holen, weil Marquet nochmal in die Box gegangen ist, 2 Runden vor Schluss. Was ich gar nicht mitbekommen habe eigentlich. Aber, nun ja, so kann es definitiv weitergehen. Der nächste ist ausgebrannt. Ja, läuft. Oh, da ist noch einer ausgebrannt. Jetzt sind auf einmal alle ausgebrannt. Sobald, ich glaube, sobald die 30 werden. Doch nicht. Okay, 27. Das heißt, wir dürfen uns neue Boxenleute irgendwie holen. Dann holen wir uns einmal den hier. Und am besten noch einen. Okay, der hat zwar nur 80, aber... Oh, dann lassen wir das erstmal. Dann haben wir erstmal unsere Leute voll komplett. Wir sind, haben ja noch 6 Tage Verträge. Mhm. Und von daher schaffen wir nicht mehr den Motor fürs nächste Rennen, wie ich es gerade gesehen habe. So, Interview. Achtung, Gunbolt muss sich entschuldigen. Bam, immer wieder dasselbe. Sobald die nichts finden, ist immer Gunbolt schuld, dass er irgendwas gemacht hat. Immer. So, den Heckflügel müssen wir doch noch jetzt hochpushen. Beide. Das schaffen wir sogar. Moment. Brauch ich doch gar nicht den da. Mach ich denn da? So, 2 Stunden vorher. Das heißt, wir haben 4 Tage. Dann machen wir noch die Leistung des Motors und das Getriebe höher. Dann sind wir da guter Dinger eigentlich diese Saison. Weil du kriegst einen Heckflügel. Ja, einen deutlich besseren Heckflügel auf einmal. Sollten eigentlich überall Erster sein. Außer am Motor. Ja. Scheinbar haben wir auch einen ordentlichen Rückstand auf die. Vermutlich aber machen die nur Motor, Motor, Motor. Wir brauchen Motor-Updates. Motor, ey, Motor. Scheißegal auf alles andere. Motor. So scheint mir, wenn die auf einmal so extrem da wegdüsen damit. Aber naja. Savic gewinnt und Team Kirov auf einmal jetzt weit vorne mit dabei. Die sind jetzt Zweiter. Windsor führt auf einmal. ZRT mittlerweile in einer Tiefschlafphase, was die Saison angeht. Die bringen ja gar nichts mehr zustande. Aber na gut. Momentan McNeil, Vexala und Dragon keine Punkte. Und hier sind es Garuda mit einem guten Ergebnis. Bots hat immer noch einen guten Vorsprung. Aber ja, Zappelli ist mittlerweile ganz hinten angekommen. Aber dafür, dass alle nur von Platz 1 bis 6 Punkte bekommen, haben schon eigentlich jedes Team einen Punkt. Und das ist ziemlich selten eigentlich. Abstimmung gewählt. Nee, das Geld spare ich mir auf. Das Geld kann das Team ruhig gebrauchen für nächste Saison. So, Zuverlässigkeit ist abgeschlossen. Genau, dann machen wir noch ein bisschen Leistung dazu. Und wir werden Dritter. Sag ich jetzt einfach mal. Soll regnen. Das heißt, wir werden weniger Medium-Sachen mitnehmen. Und mehr Soft. Und damit auf nach Italien. Ja, hier muss man meistens aufpassen, das ist immer so eine Sache, was zeitlich angeht, ist es ziemlich eng, ob ich 2 Folgen kriege. Und wenn die 2 Folgen, sind die meistens immer so knapp über 15 Minuten nur. Weil die Strecke sehr schnell ist und sehr kurz. Also kurz nicht, aber schnell. Weil es ja halt Tempo, Tempo, Tempo. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kurven. Der Rest ist nur gerade. Von daher ist das ein nur pures Tempo-Strecke. Wie in echt. So, Kehr und Van Hede, wie immer. Ja, wir werden auf jeden Fall die Soft-Reifen direkt. Wir machen erst den Quali-Trim. Oder wir machen eher den Renn-Trim mit dem Soft, Super Soft und dann die Soft-Reifen mit dem Quali-Trim. So, Intermediate, nicht Intermediate, Italien, da Mailand. So, Regen erprobt das
Setup. Es bringt nur nichts für nächste Saison. Da müssen wir uns eigentlich fast komplett neue Setups aussuchen, weil die gar nichts bringen. Weil die haben ein bisschen, die arbeiten ein bisschen mit Gewicht und so, allem drum und dran. Ne, machst das Gewicht weiter nach vorne, ist die Aerodynamik und die Geschwindigkeit anders. Also das ist schon nicht ohne das Ding. Nächste Saison, die GT-Sport. Aber man ist erst ein wichtiger Mensch, wenn man mehrere Titel in verschiedenen Serien geholt hat und nicht nur in der Formel 1. Ist zwar okay, ne, dass man auch zum Beispiel das World Motorsport Championship gewonnen hat, sondern auch hier in den anderen Klassen. Könnte es regnen? Nee. Wäre mir schön, wenn man den Intermediates halt noch testen könnte. Komm, wir drehen mal ein bisschen den Motor auf. Reifen nicht, nur Motor. Los, Alejandro 1-2-0 und dann kommt erstmal Van Hede knapp dran vorbei. 5000 ist auch wieder kurz davor. Ah, das ist ziemlich eng alles. Van Hede mit einer genau 1-6-0. Wow. Und ja, ich lasse meine Fahrer gerne ein bisschen zu lang fahren. Und genau jetzt, wo Van Hede auf einmal fast eine neue Bestzeit fährt. Ja, ist sie ja schon. So, das Fahrverhalten müssen wir noch ändern bei Kehr. Ansonsten ist das Setup ziemlich gut. So, wir machen den Wagen mal etwas härter, wollte ich eigentlich machen. Und dann auf den Mediums. Und hier ist die Aerodynamik, Mann, die Aerodynamik. Okay, wenn zwei Sachen gut sind, dann müssen wir mit Aerodynamik ein bisschen versuchen, da was zu machen. Machen wir ein bisschen weniger. Dafür wieder mehr Beschleunigung und den Wagen etwas... Das kriege ich nicht richtig hin. Das wird schwierig, das Ganze jetzt richtig einzustellen. So. Einigermaßen hinbekommen. Dann noch alles eingestellt und los geht's. So, den Motor dürfte auch leicht aufdrehen. Sollte jetzt keine Zeitenverbesserung eigentlich passieren. Weil die schlechtere Reifen haben. Außer Van Hede, die macht das mal. Neue Zeitverbesserung. So, jetzt könnt ihr auch den Motor schon, wenn ihr in die Box kommt. Ob das was bringt, die nochmal rauszuschicken? Ich glaube nicht. Ich kann die, glaube ich, locker in der Box warten lassen. Weil es bringt nichts mehr. Es ist zwar eng geworden, aber wir haben zwei super Setups. Das wollte ich mal nur um Bescheid sagen. War ja der Hammer. So, jetzt wird es interessant, wann Wetterwechsel kommt. Am Ende. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall mit den Softreifen arbeiten. Deswegen haben wir auch deutlich mehr Softreifen mitgenommen als die anderen. Ne, auf 85 bitte. So, Leistungsverbesserung on top. Okay, wir nehmen die weichen Reifen, sind nur weiche Reifen. Dieses, dass die Reifen weniger benutzt werden, ist zwar schön und gut, aber hilft bei keiner einzigen Strecke. Na, wir warten noch. Nehmen wir den Schwung mit von den besten Wetterverhältnissen, die es gibt. So ungefähr bei... Boah, wenn wir so bei 7 Minuten rausfahren, sollte es genügen. Okay, wir können natürlich auch Reifen sparen, indem wir halt Gumball auch auf Medium fahren lassen. Aber warum sollten wir? So, Kehr darf jetzt rausfahren. Wie gesagt, es soll ein Regenrennen werden. Wann der Regen kommt, ist was anderes. Nur dann dafür haben wir extra einen Softreifensatz mehr eingepackt. Was willst du da, Rosetta Corsa? Weg da! Du stinkst doch nur. Kann das sein, dass er uns wegfährt? Jetzt Gumball, übernimm den Windschatten mit ihm. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir kommen vorbei, dann sollten wir auf jeden Fall eine bessere Zeit gefahren sein als
der. So, 1/4. Oh, Kehr sollte vorne sein und Gumball sollte vielleicht eine Bestzeit fahren. Macht er auch. 1. und 6. Momentan ist der Wagen vom Kehr eher so auf Platz 6 eingestellt. Da fliegen wohl wieder beide Oktane raus. Es fängt jetzt an zu regnen. Der eine hat noch vielleicht Glück. Ne. Ja, beide Firebirds, beide Oktanen. Und sogar ein Thornton ist raus. Das ist ein Eastwood. Das ist ein Thornton. Platz 16 liegen. Der fährt nochmal raus gleich im Intermediate. Ach, schätze doch. Das dauert nicht mehr lange. Das war mir sowas von bewusst. Es bringt nichts mehr. Wenn man das jetzt noch einbauen könnte für Informationen sammeln, dann würde ich auch jetzt rausfahren. Aber es bringt halt nichts mehr. Informationen hast du im Training geholt. Hm, was für ein Zufall, dass den Börs nicht geschafft hat. Wohl noch nicht ganz. Ganz gerade. Aber na gut. Ist halt so. Ist der mit Intermediate definitiv nicht eine schnellere Zeit gefahren. So, aber ich glaube, das ist Maximum, was momentan geht. Ein 1,4. Eine 1,4er Zeit. Wie viel 1,4? Keine Ahnung, aber auf eine 1,4er Zeit ist das. Was geht? Okay, die Frage ist, wann? Wir werden auf jeden Fall auch auf Soft fahren, aber warum soll ich jetzt noch mehr Reifen verbrauchen, als wir sowieso nicht haben? Und die Aerodynamik bleibt wohl die ganze Zeit, oder das Wetter bleibt wohl die ganze Zeit fast trocken. Ja. Das heißt, wir können ganz am Ende mit den Softreifen rausfahren. Haben uns nochmal einen Softreifensatz gespart. Wenn es nicht sogar am Anfang des Rennens regnet direkt. Nachteil wird natürlich... Okay, ich werde mit zumindest mal mit Gunbolt versuchen, auf den Mediums zu qualifizieren. Weil... Falls er ihn später kommt, kann er vorne wegdüsen. Also kann er halt ein bisschen länger fahren als die anderen. Wenn er halt nach ersten 10 Runden kommt, dann haben wir wieder schon Pech. Aber dafür können wir die Reifen halt ein bisschen härter rannehmen. Haben wir auch wieder Vorteile. Also eigentlich sind die Mediums nur von Vorteil. Außer vielleicht der Start. Und danke für den Tipp mit den Tanksachen da. Mit 0,9 und 1,1 und so. Wie viel jemand ein Auto verbraucht, das kann man, wusste ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist, wie man es ist, weil zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, das eher Reifen, Sprit fressend ist, dann sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Deswegen. Aber auf jeden Fall danke dafür. So, Gumball ist schnellere Zeit gefahren als Kea. Was für ein Zufall eigentlich. Ist eigentlich eine Strecke, wo es nur geradeaus geht. Dann sollten die Reifen eigentlich nicht so viel Unterschied machen. Und jetzt, wenn es geht, gleich in Q3 den richtigen Moment finden. Reiners könnte natürlich jetzt ein bisschen Glück haben. Die beiden Steinmann sind Erster. Und Rheinland. Also, letzte Saison war Rheinland noch einigermaßen ziemlich stark in Thornton, aber im Panther kriegt er gar nichts gebacken. Und der Panther einfach deutlich schlechter ist. Und es regnet schon. Und es wird trocken. Die Frage ist, wie lange bleibt es danach trocken? Die anderen fahren alle raus. Finde ich sehr gut. Und jetzt hoffen das eigentlich. Ich habe eigentlich gehofft, dass da eigentlich die Strecke danach nicht nochmal komplett trocken bleibt, sondern einfach nur normal ist. So, wir fahren. Ja, es bringt halt jetzt nichts rauszufahren, wenn die Strecke noch leicht nass ist. Das heißt, wir machen einen Versuch ganz zum Schluss. 1,61 Intermediates. Nicht so eine schlechte Zeit, aber jetzt so spät wie möglich rausfahren. Damit wir halt die bestmögliche Strategie haben, oder beste Strecke haben wir Strategie,